Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Fashion Dreamer. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Danke. Und zwar, ich glaube, in dem Part, wo wir, die zwei Parts, wo die mir abhanden gekommen sind, ne? Da habe ich euch, glaube ich, meine Benutzernummer gezeigt, aber, nicht meine ID. Also, da hatte ich euch meine ID gezeigt, aber halt, ja. Was ist die? Ich schreibe die auch immer ganz fleißig, kopiere ich die rein in die Videobeschreibung, also meine Benutzer-ID, die könnt ihr auch da finden. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Die heißt so wie ich! Ingucker Antrag? Nein. Ich will mir das mal angucken. 11.000, Stufe 28. Ja, natürlich. Gucken wir uns das mal an. Mal sehen, was er so Schönes hat. Aha. Die Treter gefallen mir. Zurück. Also auch noch jemand, der ganz am Anfang ist. Bin ich jetzt wieder in meiner Welt? Hast du mir lila gemustert? Irgendwas schlicht? Nein. Genau. Boah, das ist... Weil viele mal sowas Weißes wollen. Nehme ich es mal mit. Schönes Wetter. Wer bist du eigentlich? Wetterfee Wolke! Dich haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wenn du eine tieffliegende Schwalbe siehst, bedeutet das höchstwahrscheinlich Regen. Du möchtest was Schlichtes. Wieso darf ich das nicht benutzen? Ach, weil das für Männer ist. Ach so. Es ist schlicht. Aber das war nicht ihre Farbe. Meine Güte, was für ein elegantes Outfit. Perfekt für einen Spaziergang im Regen. Schon wieder Bingo-Ticket. Es gibt hier so viele Artikel wie Sterne am Himmel und mindestens genauso viele Sorgen verspüre ich. Udo, ich hab das. Ich hab das Outfit für dich, Udo. Schau mal. Wo ist die Hose? Da. Also wenn du damit jetzt nicht einzigartig aussiehst, ne, dann weiß ich aber auch nicht. Mir fehlen auch einfach die Schuhe dazu, ne? Was? Willst du mir jetzt sagen, du siehst nicht einzigartig aus? Sieht aus, als ging es doch wild zu. Heute drehe ich richtig auf. Und guck dir mal dieses Farbkonzept an. Ich hoffe, ich werde auch mal so gut wie du. Schade. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht ein bisschen reizen, indem ich dann halt so das mache. Ihr war doch der kleine Bingo-Automat, ne? Ja. Ich ganz gerne den Hasen. Falschen Hasen. Und da ist Bingo. Finde ich, macht das große Bingo irgendwie mehr Sinn, ne?
Na komm. Wenn halt so von der Mitte aus, ne? Wenn ich jetzt so, was weiß ich. Das wäre cool, jetzt so 5, dann 54, 62, so, dass ich zwei Diagonale oder so habe. Das wäre schon mega. Aber so viel Glück habe ich wahrscheinlich gar nicht. Es ist halt eine reine Glückssache, ne? Zum Glück muss ich die Zahlen nicht selber suchen, sondern kann dann einfach klicken. 13. Naja, jetzt gerade will es nicht, ne? Jetzt habe ich schon wieder, ich habe gelästert über das Bingo-Spielen und dann Wünsche geäußert an das Bingo-Spiel und Bingo sagt, nö. Ach, komm schon. Dein ist so ein Frosch. 18, 58 und 69 bitte vorher. Die 39 zum Schluss. Ich will mal so ein Doppel-Bingo oder so haben. Das wäre doch mal cool. Dass das schon angezeigt wird, so wie es laufen könnte. Aber die Bingo-Tickets sind echt hinterhergeschmissen, ne? Naja, komm, wir kommen der Sache schon näher. Nein, keine 36! Also, wenn sich alles so ein bisschen ballen würde, so ringsherum, um die 39 und dann nur noch die 39 und dann so Bingo. Also ich habe schon gute Chancen, aber immer nur auf so ein Einfach-Bingo. Da war es. 12.000. Na. Na. Na, na. Oh, du hast was für mich. Ich schwöre dir, du siehst so extravagant aus wie immer. Was? Nettes Auto. Steht dir auch irgendwas nicht? Allein der Anblick ist bedeutungsvoll. Es lehrt mich wirklich eine Menge. Ja, ja, die hat schon... Ja, die weiß, wie es geht, ne? Wir gehen nochmal zum anderen Kokon. Zu dem Spaß-Kokon. Den haben wir uns ja schon einmal angeguckt. Aber ich war tatsächlich... Nur, irgendwie habe ich den Salonbereich irgendwie verpasst. Wer bist du denn in Leder? In Lila-Tön? Bauchredner Björn. Hey, Schwester, die Person da hat uns bemerkt. Ja, meinst du, sie kreiert uns einen Hingucker? Weil du es bist. Hingucker und Farbbonus. Aber es ist halt nicht Lila. Na sowas, das ist genau mein Stil. Danke dir. Und die Farben sind auch entzückend. Also bis zum nächsten Mal. Okay. So, wo muss ich lang? Ah, hier ist schon mal das Foto-Ei. Sehr gut. Was ist hier? Ah, hier ist das Make-up-Ding. Trau dich! Wer bist du denn? Willst du es mal mit einer Auffrischung versuchen oder willst du lieber mit mir um die Wette starren? Zeig mir deine außergewöhnlichen Sachen. Sind die jetzt nicht alle außergewöhnlich? Ja. Ich glaube, nämlich beim letzten Mal bin ich einfach gerade ausgelaufen. Und bin dann hier in dem komischen Raum gelandet. Rot, rot, rot sind alle meine Scheine. Aber jetzt weiß ich wieder, ich wollte noch einen Artikel designen. Und zwar ein ganz bestimmter Artikel.
Und zwar wurde ich jetzt, habe ich mich jetzt inspirieren lassen von meinen eigenen Klamotten. Es geht nämlich um die Sachen hier. Die vier. Und zwar habe ich so ein Pullover. Ein Pulli. Der ist auch gestreift. Eigentlich ist das, sollte es die amerikanische Flagge sein, weil die Streifen nur bis zum Ellenbogen gehen und dann kommen Sterne. Und der ist tatsächlich grau. Rot. Und das wollte ich tatsächlich jetzt mal nachmachen. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Ein schönes Grau. Was ist noch grau? So. Und der denn... Jetzt müssen wir mal ein anständiges Rot suchen. Ich will kein krasses leuchtendes Rot. Eher so... etwas dunkleres Rot. Nee. Aber das ist eher braun, ne? Alles andere leuchtet zu extrem. So. Machen wir den auch noch? Es ist halt nicht das, was ich mir so vorstelle. Aber das ist egal. Gucken wir mal, wie wir es bei den anderen umsetzen können. Weil der hatte, glaube ich, nur eine Farbe mehr. Wenn ich sage, du wirst grau... So. Ah nein, das Falsche. Hier so. Jetzt du. Was ist, wenn ich so mache? Nee, das muss auch rot. Aber das sind grau. Nee, denn lieber das grau und das rot. Er sieht schon irgendwie schrecklich aus. In meinem Kopf, kennt ihr das? Wenn ihr euch sowas vorstellt, so wie es am Ende aussehen soll... Und dann designt ihr das oder malt ihr das, dann sieht es ganz anders aus. Und dann denkt man sich so, ich habe mir das jetzt irgendwie anders vorgestellt. In meinem Kopf hat es irgendwie viel mehr Sinn gemacht. Okay. Dann nehmen wir noch die hier. Die Schuhe für die Männer, die müssen auch mal sein. So, das ist stabil. So, das kommt dann weg. Was bist du denn? Ah, okay. Da hätte ich ganz gern was Dunkles. Mh.
Und was ist, wenn ich es genau andersrum mache? Mist, jetzt habe ich mich verdrückt. Nee, das auch schwarz, genauso wie das andere. Das finde ich ganz cool. Wir müssen uns vielleicht... Oh mein Gott, was krieg ich da jetzt? Rock mit Saumdetails. Und dazu bestimmt noch das passende Oberteil. So. Was mir so fehlt, sind halt diese Stiefel. So Marineschuhe halt, ne? Ist da irgendwas Neues dazugekommen oder sieht das nur so aus? Du bist ja hübsch. Ich bin mir eher so für Silber-Weiß, ne? Ne, dann ist das eine zu hell, zu dunkel. Kultiviert. So ein schön lila ist auch schön. Bluse mit Lavendelspitzärmeln. Ey, was es nicht so alles gibt. Das passt doch bestimmt. Der Rock zu dem Oberteil. Aber jetzt wollte ich mir das Kleid nochmal angucken. Wir sollten echt mal mit Weiß arbeiten. Aber wo war denn Weiß? Bei Geheimnisvoll? Nee, stilvoll. Wie hier. Nee, da kann ruhig ein bisschen Farbe. Da machen wir den Weiß. Haben wir auch mal was Weißes. Hosenspitzenstrumpfhose. Jetzt geht's aber ab hier. So viel wollte ich gar nicht designen. Aber da kommt doch immer jetzt noch was dazu, oder nicht? Weil meine Stufe doch steigt. Oder? Nee. Okay. Jetzt reicht's aber mal ein bisschen. Ich glaube, mein Oberteil kommt halt nicht so gut an. Vielleicht müssten wir mal beim Inventar nochmal gucken. Ich finde das halt einfach mega, aber ich glaube, es kommen halt so ein bisschen eher die außergewöhnlicheren Oberteile an. So, wir empfehlen das jetzt mal. Die auch im Prinzip... Ach, hier geht's gar nicht weiter. Die halt ein bisschen außergewöhnlicher sind. Ach, schon wieder rot. Gehen wir mal zum Pop-Bereich. Zum Hauptbereich. Im Pop-Bereich. Vielleicht finden wir hier ja jemanden. Wie geht's? Ich bin, Hingucker für dich. Ich bin heute
ziemlich früh aufgewacht und spazieren gegangen. Naja, also so um 17 Uhr, aber was soll's. Dann kam mir eine Idee für ein schickes Outfit in den Sinn. Was dagegen, wenn ich es an dir ausprobiere? Mach. Okay. Es ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es steht dir auch super süß. Der frühe Vogel fängt wohl echt den Wurm. Vielleicht sollte ich den Wecker auf 16 Uhr stellen. Ich mag die Hose, bin ich ganz ehrlich. Ich mag die Hose. Hoppala, jetzt können wir ja mal wieder ein paar andere ein paar Mädels. Ja. Was hast du denn? Nettes Outfit. Der Dorfbewohner sieht dich an. Er scheint sagen zu wollen, du siehst gut aus. Doch dieses Outfit kann nicht kopiert werden. Der Dorfbewohner flieht vor Scham. Ich muss gestehen, ich mag ihn. Ich muss gestehen, ich mag den Dorfbewohner. Hallo. Hi. Der Wende, die Röcke und sieht locker aus. Es ist nicht nur die Mode. Ich komme auch mit den neuesten Trends in Serien und Mangas nicht mehr mit. Ich bin ratlos. Röcke. Es soll locker aussehen. Nee, das sieht nicht mehr locker aus. Hast du hier noch irgendwas? Wo ich sage, ey, das ist es. Nee. Hingucker und Farbbonus. Aber sie wollte doch Röcke. Ach, diesen Look würde ich wahrscheinlich nicht wählen. Was bedeutet, dass er wahrscheinlich total beliebt ist. Und dieses Farbkonzept wirkt wie aus einem Modemagazin. Vielleicht ist es ja Trend. Keine Bingo-Tickets, Leute. Keine Bingo-Tickets. Hi. Rosa gepunktet, High Heels und süß. Na gut. Ich habe bestimmt hier irgendwo... Wo ist denn das Kleid? Es ist nicht gepunktet, ich weiß, aber es ist süß. Nee, das sieht doof aus. Warte. Ah. Was wollte? Rosa gepunktet heilt. Es ist halt alles nicht gepunktet. Aber es ist rosa. Heilt und süß. Ja, immerhin. Schon wieder Bingo-Tickets! Bingo. Und hallo. Bingo war sein Name. Machst du gelb, alle Leder lässig. Nee. Also, mit gelb habe ich ja ja nichts. Obwohl, doch, warte. Ah, nein! Ich habe gar nichts. Nix für Dudes. Ei! Falsche Person! Shit. Obwohl, du passt da eigentlich auch ganz gut zu. Arr. Mist aber auch. Das war so nicht geplant. Gelb und lässig, okay. Ich weiß, ja gut, die Palme halt, ne? Arr. Das war nicht gewollt. Ich sagte euch, das Gepunktete kommt nicht so krass an, ne? Bis bald, ja. Oh, nicht du schon wieder. Ey, du bist schon bei 5. Wie geht's? Was möchtest du? Sneakers.
Grün geblümt, Einteiler, süß. Hosenrock. Mit Pflanzenmuster. Geblümt. Das ist gepunktet, ne? Ja, denn so? Nee, da muss schon links. Ich brauche eine neutrale Jacke. Die ist halt zu wild. Hast du was Neutrales hier zum Beispiel? Nee. Ach, muss halt so ran. Es ist geblümt. Bingo-Automat. Nee, du hattest mir doch erst das Outfit gegeben, oder nicht? Na komm, gehen wir mal dahin. Zum guter Letzt. Was ist denn los hier, hm? 5, 7. Ah, wen haben wir denn Schönes? Ich mag dein Jäckchen. Süß ist mein Lieblingsstil. Moment. Warte, mach ich dir. Und Einteiler möchtest du. Guck mal. Das ist doch schon mal süß, ne? Dann kriegst du hier noch die Ballerinas. Hoppala. Dann brauche ich... Wo ist denn jetzt das Jäckchen, was ich von ihr hatte, genommen hatte? Wir könnten einerseits das machen. Das? Nee, das. Das sieht irgendwie süß aus. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, ich nehme lieber das andere. Und dann brauche ich noch... Nein! Die hier. Ich bräuchte irgendwie noch so Ketten oder sowas. Einteiler und süß. Ah, sie hat mir wieder Glücksmünzen gegeben. Und ich habe neue Farben freigeschaltet. Wow. Was gibt's denn hier so Schönes? Ich habe schon 10. Nimm mal das Milchgetränk. Mach so selten Fotos, ne? Ich sollte mal ins Foto, ey. Ah, guck mal, sie hat auch so ein Outfit. Wie geht's? Ei. Hier irgendwo? Du hast was. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir selbst ein ideales Outfit erstelle, liegt bei 0%. Was soll ich jetzt tun? Ich weiß es nicht. Sagst du es mir? Was will er denn? Ach, die Strümpfe! Und was sagst du? Gar nichts. Aufstieg. Verstehe, ich hätte von Anfang an dich fragen sollen. Ein weiterer Beweis deiner Zuverlässigkeit, aber da habe ich keine Punkte drauf gekriegt. Also er fand es nicht gut.
Was auch noch was? Dieses Outfit ist so... Ach, du weißt schon, wie... es ist gut. Und ich wette, viele Leute denken genauso. Weißt schon, sie finden es gut. Ja, ja, die hat schon einen richtig guten Job gemacht, ne? Wieso habe ich jetzt immer so viele Leute mit diesem Lolita-Look? Ich verstehe das nicht. So, ich stelle mich jetzt neben sie. Und ich sage auf jeden Fall Dankeschön. Wir gucken kurz mal hier rein. Bei 5.8. Wenn ihr mir einen Hingucker erstellen wollt, dann immer her. Wenn ihr einen Hingucker haben wollt, dann auch immer her damit. Immer anfangen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.